Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber medial gucke ich ja gar nichts mehr. Keine Nachrichten, kein Fernsehen, kein Radio, null. Man kriegt aber dann trotzdem immer wieder einiges mit, sei es durch Interviewanfragen oder was einem zugeschickt wird. Aber diese Welt da draußen, die ist ja kurz vorm Durchdrehen. Wenn es mal sommerlich wird und wir haben lange Zeit kein Sommerwetter gehabt, dann war es früher so, dass man gesagt hat, Mensch, geht raus, Eis essen, Biergarten, freut euch, geht an den Badesee. Da wird eine Panik verbreitet, dass man Hitzeschutzräume aufrufen soll und es kommt die Höllenhitze. Und sich denkt, hallo, es gibt 30 bis 35 Grad. Ja und? Das ist halt im Sommer so. Und auf der anderen Seite wird es jetzt einen Absturz geben, auf Normalniveau, ganz kurz mal unterdurchschnittlich. Und sofort wird von Vollherbst gesprochen, der kälteste Sommer seit 30 Jahren. Alles immer nur wahnsinnig extrem. Ich versuche mich da so weitestgehend wie möglich rauszuhalten und meinen in Anführungszeichen Stiefel durchzuziehen und das irgendwie so einzuordnen, dass es einigermaßen passt. Ich bin auch nur ein Mensch, kann in die Richtung gehen, kann in die Richtung gehen, aber ich will mich aus diesen Extremen einfach heraushalten. Grüße Sie und grüße euch. Es wird jetzt ein paar knifflige Wetterlagen geben und eine ist gerade heute aktiv. Wenn wir uns mal die Situation in 1500 Meter Höhe anschauen, hier von heute Nachmittag um 17 Uhr, da seht ihr da so einen Tiefknubbel. Wir haben hier eine sogenannte Konvergenzlinie liegen. Es gibt viele Schauer und Gewitter über Deutschland, die ziehen sehr, sehr langsam und die können an Ort und Stelle unglaublich viel Regen bringen und für Überschwemmungen sorgen. Und nein, das ist nicht neu, das hat es immer schon gegeben. Es liegt an der Wetterlage. Morgen kommt mal Schwung in die Bude. Da wird es vor allen Dingen im Norden deutlich kühler werden. Die Schwüle verschwindet. Es gibt normale Sommerwärme und die Resthitze wird in den Süden gequetscht, um hier am Samstag dann wieder Vollgas zu geben und sich aufzuplustern nach Norden ziehend. Das ist die Situation um 17 Uhr. Und dann in der Nacht, da wird es knifflig. Schaut mal, hier sind so viele kleine Tiefs da drin. Und das ist diese ganze Heißluft. Und diese Tiefs werden dafür sorgen, dass wir richtig kräftige Gewitter bekommen. Das wird auf der einen Seite sehr viel Wind geben, auf der anderen Seite aber unglaublich viel Regen. Da haben wir gestern schon drüber gesprochen, diese ganze Luftmasse ist vollgesogen wie ein Schwamm mit Energie. Und dann kommen die Tiefs und quetschen das aus. Wenn ihr aber mal Richtung Frankreich schaut, da ist noch ein Tief. Und das wird am Sonntag dann unser Wetter bestimmen. Das liegt dann über dem Nordosten und hier ist ein Knick drin. Dahinter ist die Kaltfront. Das heißt, der Rest des Schützenfestes aus der schwülwarmen Luftmasse wird in den Südosten gequetscht und an dieser Linie wird nochmal ein Niederschlagsgebiet entstehen mit zum Teil ergiebigen Regenfällen. Und die Energie, die wir am Samstag um 20 Uhr haben, die ist schon heftig. Zwischen den Mittelgebirgen und den Alpen liegt diese Energie. Und das ist nicht nur einfach eine Energie, die da liegt. Wir müssen da noch ein bisschen das Land zu Rate ziehen. Hier haben wir die Mittelgebirge und hier haben wir die Alpen. Das ist wie so ein Becken, wie so eine Wanne. Und da ist die Energie drin. Die kann nicht so ganz drüber schwappen, die kann nicht so ganz wegschwappen. Die wird von Westen sozusagen eingequetscht und dann ausgelutscht. Diese Energie wird verbraucht in Form von Schauern und Gewittern. Und das macht das Ganze so auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite auch gefährlich. Schauen wir die Gewittersituation von heute an. Da haben wir von der Nordsee und später auch von der Ostsee ausgehend bis in die östlichen Mittelgebirge und nach Böhmen rein das höchste Gewitterrisiko. Die Dinger, die hier sind, bringen lokalen Sturzregen. Das heißt, da fallen 50, 60, 80, vielleicht sogar 100 Liter auf den Quadratmeter. Und das können die Kanalisationen nicht packen und das können auch unsere Bach- und Flusssysteme, die der Mensch zerstört hat, nicht packen. Das heißt, da wird es lokale Überflutungen geben, da werden wieder Autos wegschwimmen können. In den Mittelgebirgen gibt es die Sturzbäche und im Flachland, wo keine Berge sind, steht das alles unter Wasser. Ganz lokal, ganz vereinzelt. Auch sonst sind ein paar Schauer und Gewitter unterwegs. Dann haben wir am Abend das Ganze noch weiter im Nordosten, vor allen Dingen rund um Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, lassen aber dann nach. Von Südwesten her ziehen dann nochmal so Schauer- und Gewitterstaffeln rein, die für so ein bisschen Unruhe sorgen können. Am morgigen Freitag haben wir die allerletzten Reste im Nordosten. Am Vormittag, am Nachmittag intensiviert sich diese schwache Kaltfront nochmal im Südosten, wo Schauer und Gewitter dabei sind. Nicht so verbreitet, aber wo die Dinger runtergehen, die ziehen auch relativ schnell. Da gibt es aber Platzregen, Hagel und vor allen Dingen die Gefahr von Sturmböen. Und dann kommt der Samstag.
Das verzögert sich alles ein bisschen im Vergleich zu den letzten Tagen, wie es berechnet wurde. Wir werden im Bereich der östlichen Mittelgebirge und der westlichen Mittelgebirge dann erste Schauer und Gewitter bekommen. Das ist so die Vorhut. Und aus der Schweiz heraus zieht wahrscheinlich schon so ein erster Gewitterklops dann Richtung Baden-Württemberg. Und im weiteren Verlauf der Nacht, und also des Abends und in der Nacht, wird so eine richtig große Gewitterstraße nach Deutschland reinziehen. Genau diagonal über der Mitte. Und da wird es mächtig zur Sache gehen, aber richtig mächtig. Und hier bekommen wir verbreitet Starkregen. Da können 30, 50, 80 Liter auf den Quadratmeter fallen und die Dinger ziehen sehr langsam. Und das ist nicht so wie heute, dass es punktuell ist, sondern es betrifft sehr große Flächen, wo auch Flüsse, kleinere Flüsse, schnell über die Ufer treten können. Und dann haben wir noch was da drin, durch dieses Tief, das wir eben gesehen haben. Wahrscheinlich wird hier aus den Vogesen heraus, Stand der Dinge derzeit, über dem Pfälzerwald und den Schwarzwald so ein Sturmgebiet, eine Superzelle ziehen können, die für Orkanböen sorgen kann und Downburst. Da geht es also diesbezüglich auch noch mächtig zur Sache. Und ihr müsst euch so vorstellen, der Himmel ist ja voller Wasser, vollgesogen mit Wasser. Vorher diese tropische Luftmasse und oben ist das Ganze ausgekühlt und diese Luftsäcke fallen dann schlagartig nach unten. Und das wird in der Nacht passieren. In diesen ganzen Gebieten, nochmal, das ist in der Nacht, Fenster zu, von der Terrasse alles wegräumen und auf der Hut sein. Ihr werdet es hören, was da draußen passiert. Aber es ist ja noch ein bisschen hin. Und dann am Sonntag haben wir die Kaltfront im Südosten liegen. Da ist es anfangs noch sehr warm bis heiß. Dann gibt es hier die Gewitter, die auch mal stärker ausfallen können. Und wie eben an diesem Knick gesehen, haben wir hier noch mal ein Starkregengebiet. Das sorgt jetzt nicht dafür, dass es große Überflutungen gibt, aber es regnet halt über einige Stunden. Und da wird auch einiges zusammenkommen. Und das sind die Summen, die das deutsche Modell Icon bis einschließlich Sonntag berechnet. Da haben wir den größten Regen in der Nordwesthälfte. Das sind die Schauer- und Gewitterstraßen von heute und in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Das amerikanische GFS-Modell verlagert das ein bisschen weiter nach Südosten. Und bitte, 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 nehmt niemals die Niederschlagssummen für bare Münze. Das sind nur Anzeigen für ein Gebiet, wo es mehr oder weniger wahrscheinlich regnet. Wenn hier zum Beispiel, was steht da drin? 68 und hier 59. Das ist ein Gebiet, wo es sehr viel Regen geben kann. Aber da fallen nicht 68 Liter. An einem Ort können 20 fallen und an einem anderen 120 oder 150. Aber in diesen Gebieten wird eben das meiste runterkommen. Schauen wir kurz noch auf die gemittelte Wetterlage. Thema Absturz in der nächsten Woche hier am 5. Juli. Das ist der Freitag. Da haben wir das Azorenhoch, das Tief über dem Nordmeerraum. Und wir sind in einer westlichen Strömung. Wir werden hier, da seht ihr den Keil des Azorenhochs, am Montag, Dienstag, Mittwoch. Es ist wechselhaft und kühl. Und wahrscheinlich wird es am Donnerstag, Freitag dann wieder sommerlich sein. Das ist ja typisch mitteleuropäisch, dass es mal runtergeht und mal raufgeht. Und dann wird es wieder runtergehen. Die Temperaturen gehen in der Folge zurück und wir sind leicht unterdurchschnittlich. Leicht unterdurchschnittlich. Das wird kein Sommerausfall. Danach zieht sich das Tief wesentlich weiter nach Norden zurück und wie heute Morgen schon besprochen, rutscht von Südosten und Süden her eine Stabilisierung heran. Das ist die minus 10 Grad Isotherme in 5,5 Kilometer Höhe über dem Alpenraum. Das stabilisiert sich und die Hochachse liegt über der Mitte Deutschlands. Das heißt, die Wärme kommt immer näher und die kühle Luft zieht sich nach Nordwesten zurück. Und im Vergleich zum langjährigen Mittel sind wir dann im Plusbereich. Also nichts mit langfristig, dass der Juli komplett wegkippt. Das ist mal eine Zeit lang so relativ normal, aber es wird auch ein überdurchschnittlich warmer Sommer werden am Schluss. Im Vergleich zum früheren Klimamittel. Das neue Klimamittel könnte vielleicht genau getroffen werden. Kurz noch nach Amsterdam. Hier in den Nordwesten, wir gehen wieder Nordwest-Südost, an der See, rote Linie, Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe, weiße Linie, das Mittel aller Modellberechnungen. Da ist jetzt die Wärme, da kommt der Knick am Freitag, dann nochmal das Hütchen am Samstag, ehe es dann in der nächsten Woche runtergeht und danach in der übernächsten Woche langsam aber sicher rauf. Die meisten Niederschlagssignale bekommen wir vom Wochenende bis in die nächste Woche. Das macht das amerikanische Modell so und das macht das europäische Modell so. Und hinten raus weiterhin eher eine Beule nach oben mit der Zwei-Cluster-Lösung, warm und kühl. Müssen wir noch abwarten. Und im Südosten,
diesen Wärmepeak da am Samstag an. Da gibt es aber sowas von kurz mal diese fluffig heiße Luft nach den Gewittern. Dann kommt die Hitze ganz, ganz kurz und dann eben der Absturz mit Schauen und Gewittern, unterdurchschnittliche, später aber wieder überdurchschnittliche Temperaturen zusammen mit Nässe nach dem amerikanischen und auch nach dem europäischen Modell. Und hier gehen sogar nach dem europäischen Modell die Temperaturen deutlich in den Plusbereich um die Monatsmitte. Kommt gut durch den Donnerstag. Bis morgen.